Mitten im Zentrum der Uniklinik Köln steht Deutschlands größtes Ambulanzgebäude zur Versorgung von Krebspatienten. Das Zentrum für Integrierte Onkologie, kurz CIO genannt. Im neuen CIO kommt die Medizin zum Patienten. Erkrankte müssen nicht mehr die einzelnen Spezialisten auf dem Campus aufsuchen. Unter einem Dach vereint werden alle ambulanten Leistungen für Krebspatientinnen und Patienten, wie ambulante Therapien und klinische Studien, sowie alle unterstützenden Angebote bereitgestellt. Patienten werden von interdisziplinären Expertenteams beraten. Onkologen und Fachärzte aus Radiologie, Chirurgie und Strahlentherapie arbeiten eng mit dem medizinischen Fachpersonal zusammen. Die patientenorientierten Organisationsstrukturen spiegeln sich auch in den baulichen Strukturen wider. Auf einer Gebäudenutzfläche von annähernd 14.000 Quadratmetern arbeiten alle Einheiten und Institute, die sich mit der Erforschung, Diagnose und Behandlung von Tumorerkrankungen beschäftigen. In der obersten Etage erhält der Verein lebenswert neue Räumlichkeiten für die psycho-onkologische Betreuung von Krebspatienten. Hier lädt eine begrünte Dachterrasse die Patienten zum Verweilen ein. Der Neubau ist mit Tunnel- und Brückenbauwerken an der Nord- und Südseite optimal an das Zentralklinikum angebunden und verfügt über eine flexible Einteilung in 4 Cluster je Ebene. Er enthält 2 Lichthöfe, von denen einer dreigeschossig als Atrium überdacht ist. Die moderne und energetisch nachhaltige Gebäudetechnik ist im Inneren des Bauwerkes untergebracht. So sorgt zum Beispiel die Nutzung von Erdwärme für eine durchweg positive CO2-Bilanz. Ein weiteres Herzstück des interdisziplinären Ansatzes im CIO bilden die Tumorboards. Diese finden in 4 speziell dafür ausgerüsteten Räumen statt. Im Erdgeschoss des CIO ist die onkologische Trainings- und Bewegungstherapie, die OTT, zu Hause. Auch die Krebsmedizin muss den großen Trends in der Medizin folgen. Einige dieser Trends sind die Digitalisierung und die Robotik oder auch die Präzisionsmedizin. Mit dem CIO-Gebäude konnte ein Meilenstein in der Onkologie geschaffen werden. Das Zentrum für Integrierte Onkologie wird seit 2008 als onkologisches Spitzenzentrum von der Deutschen Krebshilfe ausgezeichnet und gefördert. Die Gebäudekosten mit seiner Einrichtung betragen ca. 115 Millionen Euro und wurden vom Land Nordrhein-Westfalen als Gewährträger der Universitätsklinik Köln übernommen. In enger Zusammenarbeit mit Nutzern und Experten unterschiedlicher Berufsgruppen entstand dieses einzigartige Gebäude nach Plänen der MedFacilities GmbH. Darauf basierend entstand der gemeinsame Entwurf von Kader Wittfeld Architektur für die markante Fassade des CIO. Ein Haus mit einem in Deutschland einzigartigen Beratungs- und Betreuungskonzept, in dessen Fokus immer die Bedürfnisse der Patienten stehen. Ein Haus, das die Versorgung von Krebspatienten in Deutschland und darüber hinaus in Zukunft prägen wird.